Das Jahr 1938 war das Jahr von Hitlers größten außenpolitischen Erfolgen. Seine Popularität befand sich in ihrem absoluten Zenit. Die Deutschen liebten ihren Führer. In dem Video, das ich gemacht habe zur nationalsozialistischen Außenpolitik von 1933 bis 1937, habe ich gezeigt, die nationalsozialistische Außenpolitik war gekennzeichnet von permanenten Verstößen gegen die Auflagen des Versailler Vertrags. Das Ausland, die Siegermächte des Ersten Weltkriegs, die schienen tatenlos und auf seltsame Weise passiv alles hinzunehmen, was Hitler ihnen zumutete. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht, damit eine Vergrößerung der Armee, die ja eigentlich beschränkt war auf 100.000 Mann. Das Deutsche Reich hielt sich an keinerlei Rüstungsbeschränkungen. Quasi zur Belohnung dafür ließ sich Großbritannien zu einem Flottenabkommen verleiten, brach damit selbst den Versailler Vertrag. Außerdem die Remilitarisierung des Rheinlands. Das Jahr 1938 hielt aber noch den allergrößten Coup bereit, die Angliederung Österreichs an das Reich. Wir erinnern uns, Österreich-Ungarn existierte nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr. Das Riesenreich, die Weltmacht, hatte nach dem verlorenen Krieg nicht nur ihren Status, sondern auch weiteste Teile ihres Territoriums eingebüßt. Zurückgeblieben war ein Zwergenstaat ohne jede politische Macht und ohne jede außenpolitische Bedeutung. Österreich wurde autoritär regiert von dem Bundeskanzler Kurt Schuchschnigg und das Land galt als ein autoritärer Ständestaat. Also es war keineswegs, handelte es sich hier also um ein demokratisches Land. Aber es war eben doch ein eigener, souveräner Staat. Auch in Österreich gab es Nationalsozialisten. Der Brückenbauer zwischen ihnen und der Regierung, da sollte ein gewisser Arthur Seyß-Inquart werden, ein typischer ehrgeiziger Schreibtischtäter. Die Nationalsozialisten in Österreich drängten schon seit geraumer Zeit auf mehr Einfluss. Und er und seine Leute sollten nun bei dem Coup eine ganz besondere Rolle spielen. Bislang war es Bundeskanzler Kurt Schuschnigg immer gelungen, den nationalsozialistischen Einfluss in Österreich irgendwie niederzuhalten. 1936 war ein Abkommen unterzeichnet worden, in dem Österreich erklärte, ein deutscher Staat zu sein, aber seine Freiheit in inneren Angelegenheiten behielt. Der Druck aber aus dem Deutschen Reich wuchs. Und im Januar 1938 übergab Franz von Papen, ja, dieser Franz von Papen, ehemals Reichskanzler, ehemals Vizekanzler im ersten Kabinett Hitlers, inzwischen Botschafter in Wien, der übergab nun Schuschnigg eine Einladung Hitlers zu einer Besprechung auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden. Und bei diesem Besuch kam es durch Hitler zu mehreren Einschüchterungsversuchen. Er verlangte zum Beispiel die Ernennung Arthur Seyß-Inquarts zum österreichischen Innenminister und die Abstimmung der österreichischen Wirtschaft und der österreichischen Außenpolitik mit der des Deutschen Reiches. Schuschnigg gab dem Druck nach. Und so kam es zum sogenannten Berchtesgadener Abkommen vom 12. Februar 1938. Schuschnigg war klar, dass Hitler und das Deutsche Reich letztlich die vollständige Kontrolle über Österreich im Visier hatten. Also startete er einen großen Versuch, das noch zu verhindern. Und am 8. März 1938 kündigte er sehr kurzfristig für den 13. März, also 5 Tage später, eine Volksabstimmung an, bei der die Österreicher über den Anschluss an das Deutsche Reich entscheiden sollten. Hitler und vor allem Hermann Göring, der hier sehr initiativ wurde,
drängten Schuschnigg dann doch zu, diese Volksabstimmung wieder abzublasen, was er dann auch im letzten Moment auch tat. Hitler hatte sich rückversichert, und zwar über Joachim von Ribbentrop, der war seit kurzem ja auch Außenminister, und hatte von ihm erfahren, dass Großbritannien sich nicht für eine Souveränität Österreichs an einem militärischen Konflikt beteiligen bzw. sich in diesen hineinziehen lassen würde. Das war natürlich eine gute Nachricht für ihn. Ohnehin zeigten die Briten eher Verständnis für einen Anschluss Österreichs an das Reich. Jedenfalls hatte man irgendwie da kein gesteigertes Interesse, da irgendwie zu intervenieren. Also für Hitler war das praktisch eine Freikarte. Ja. Das einzige noch mögliche Problem war die Frage, wie sich Italien, wie sich dessen Diktator Benito Mussolini verhalten würde. Denn schließlich wurden hier fundamentale italienische Interessen wegen der Grenzlage Südtirols berührt. Aber auch von hier kamen beruhigende, positive Signale. Mussolini beobachte die Entwicklung wohlwollend, hieß es. Hitler war Mussolini unendlich dankbar dafür und seine Dankbarkeit und seine Verbundenheit zum italienischen Diktator, die sollte noch bis fast zum Ende des Zweiten Weltkriegs dann auch anhalten. Ja, was nach außen hin ganz kontrolliert und autoritär bestimmt letztlich wirkt, also machtvoll und souverän, das war hinter den Kulissen eigentlich ein absolutes Chaos. Hitler schien der Mut verlassen zu haben. Er wirkte vollkommen kopflos, sehr nervös, manchmal geradezu hysterisch. Ja. Darüber gibt es mehrere Berichte von Leuten aus seiner direkten Umgebung. Das ist ein ungewohntes Bild von Hitler und auch ein Bild, das man ja von den Bildern, die ja alles an Filmbildmaterial, was wir da haben, ist ja Propagandamaterial. Und daher kennen wir das eigentlich gar nicht. Der so starke, selbstsichere Hitler war vollkommen flatterhaft. Es schien, so hat es den Anschein, er schien eigentlich dieser ersten großen außenpolitischen Krise überhaupt nicht gewachsen zu sein. Und das Interessante ist, dass in diesem Moment Hermann Göring die Initiative ergriff. Und zwar, wie es hieß, wie ein Bullterrier. Er war kaum Politiker, er war ja vielmehr Militär und war auch jemand, der so dachte. Er plädierte sehr deutlich für einen Einmarsch nach Österreich. In ein souveränes Land. Das darf man nicht vergessen. Und er war es dann schließlich auch, der den Invasionsbefehl letztlich gab. Nicht Hitler. Am 12. März 1938 zog Hitler in einem ungeheuren Triumph in sein Geburtsland Österreich ein. Und davon gibt es ziemlich viele Filmaufnahmen. Diese Filmaufnahmen sind zwar natürlich Propagandaaufnahmen, die auch dann propagandistisch verwertet wurden, aber es sind keine gestellten Aufnahmen. Und wir sehen eben die Massen, wie sie Hitler sich Hitler zuwenden, ihm bejubeln, ihm danken, dass er sie sozusagen heim ins Reich geführt habe. Und Hitler selbst war auch von dieser emotionalen Reaktion der Österreicher absolut ergriffen. Sein eigentlicher Plan war gewesen, in Österreich ein Marionettenregime zu errichten. An einen Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich hatte er nicht ernsthaft gedacht, aber nun änderte er seine Meinung. Ja, so sprunghaft konnte er durchaus sein. Ja, und so wurde Österreich kein souveränes Land mehr, sondern angeschlossen an das Deutsche Reich. Und wenn man so möchte, kann man sagen, Österreich war das erste okkupierte Land Hitlers. Aber nie zuvor war ein Land so gerne okkupiert worden. Man muss verstehen, die Situation Österreichs. Der Erste Weltkrieg hatte Österreich auf den Status der Schweiz reduziert.
Und von daher, man fühlte sich, man war früher eine Weltmacht gewesen. Ja? Und das muss man vielleicht ein bisschen versuchen, mental auch nachzuvollziehen. Jetzt war man wieder Teil von etwas Großem. In Österreich waren die letzten Jahre auch politisch sehr wirr gewesen. Das würde jetzt etwas zu weit führen, da nochmal genau darauf einzugehen. Aber nun war man eben, fand man sich im Bewusstsein wieder Teil einer großen Nation zu sein, vielleicht einer Weltmacht zu sein. Jedenfalls erwartete man sich von Hitler ganz Großes. Für die Juden in Österreich war der Anschluss an das Deutsche Reich, war die Zeit im März 1938 eine absolute Katastrophe. Es wurden nicht nur jüdische Geschäfte zerschlagen, Wohnungen zertrümmert, Menschen auf die Straße gezogen, gedemütigt, beispielsweise wurden Juden gezwungen, mit Bürsten, manchmal sogar mit Zahnbürsten, die Straße zu schrubben. Andere Juden wurden gezwungen, Gras zu essen, öffentlich. Ja, die Menschen standen drumherum und jubelten. Sie sollten sozusagen ins Gras beißen. Ja, es gab Vorfälle, da wurden Juden totgeschlagen. Grauenvoll. Das war eine Katastrophe, die von jetzt auf gleich kam. Und während der ganzen Nazi-Zeit bislang, seit 1933 bis 1938, hatte es im Deutschen Reich bei allen Ausschreitungen und Brutalitäten gegen Juden nicht ansatzweise diese Dimension gegeben. Und doch wissen wir natürlich, es war ja nur eine Vorahnung vom sogenannten Judenpogrom am 9. November desselben Jahres. Aber dazu dann später mehr und auch dann in einem eigenen Video. Ja, innerhalb eines halben Jahres war ein Drittel der Juden aus Wien vertrieben worden und die SS übernahm die Kontrolle. In Österreich flammte dem Führer des Deutschen Reiches Liebe entgegen. Im Deutschen Reich wuchs seine Popularität in den Himmel. Ja, den ehrgeizigen Expansionsplänen Hitlers stand jedoch noch ein weiterer potenzieller Gegner im Wege, und das war die Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei war ein künstlich geschaffenes Staatengebilde, geschaffen von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs. Strategisch war sie durchaus wichtig wegen ihrer Lage in Europa. Also sie war sozusagen eine große Pufferzone. Ja. Jetzt war die Tschechoslowakei, dadurch, dass sie eben künstlich zusammengesetzt worden ist, bestand sie eben aus vielen Völkern mehr oder weniger. Es gab also die Slowaken, es gab die Tschechen, aber an der Grenze zum Deutschen Reich, an der Grenze zur Oberpfalz, ja, da lebten dort über 3 Millionen Deutsche im sogenannten Sudetenland. Man nannte sie Sudetendeutsche. Und um die Stadt Eger und in diese, und zwar kann man sagen, im gesamten Randgebiet der Tschechoslowakei. Und analog der Vorgehensweise in Österreich spielt auch hier wieder ein Verbindungsmann eine ganz wichtige Rolle. Und zwar hieß er Konrad Henlein. Er war Führer der Sudetendeutschen Partei, die sich den Nationalsozialisten anschloss. Und er war auch dann später Mitglied der SS. Seine Aufgabe: Unruhen provozieren, Stimmung aufheizen. Und das fiel ihm gar nicht so schwer, denn es gab durchaus Probleme zwischen zwischen der sudetendeutschen Minderheit und den Tschechen. Allerdings wurden diese hier nun dann kräftig forciert. Und auch propagandistisch natürlich wurden diese Unruhen ja aufgebauscht. Ja.
so dass es sich so darstellte, dass die sudetendeutsche Minderheit eben nicht nur diskriminiert, sondern eigentlich von den Tschechen misshandelt worden wäre. Weit übertrieben, auch wenn es natürlich Friktionen gegeben hatte. Ja. Aber keine 3 Wochen nach seinem triumphalen Einmarsch in Österreich sprach Hitler in Berlin auf einer Versammlung von Studenten der Sudetendeutschen Partei und kündigte an, das Sudetenproblem in absehbarer Zeit zu lösen. Und er entfachte einen unglaublichen Druck, auch politischen Druck, eben hin auf eine Angliederung des Sudetenlands an das Deutsche Reich. Ich sagte ja eben, die Tschechoslowakei war eine Schöpfung der Friedensregelung nach dem Ersten Weltkrieg, und deswegen fühlten sich natürlich auch die ehemaligen Siegermächte, allen voran Großbritannien und Frankreich, hier auch zuständig und traten dann eben auch auf den Plan. So kam es, dass zum Beispiel eben im Monat September 1938, der britische Premierminister Neville Chamberlain 2-mal nach Deutschland flog, um hier eben auch dann zu vermitteln. Hitler betonte immer wieder, auf der einen Seite bekräftigte er sehr aggressiv und offensiv seine Forderung, auf der anderen Seite sagte er aber, es handelt sich nun definitiv auch um die allerletzte Forderung des Deutschen Reiches. Und dann sei man sozusagen saturiert. Und Chamberlain war geneigt, ihm zu glauben. Dachte also tatsächlich, man könne jetzt letztlich Hitler auch zufriedenstellen. Dazu kommt noch ein weiterer Player, das ist Benito Mussolini, der also auf den Plan tritt und ebenfalls vermitteln wollte. Und so war er es letztlich, der es auch hinbekam, dass man sich in München zu einer Konferenz zusammensetzte, um letztlich über das Sudetenproblem zu beraten. Und am 29. September 1938 wurde dann dieser Konflikt beseitigt im sogenannten Münchner Abkommen. Beseitigt eigentlich nicht, man könnte eher sagen beigelegt, indem eben die Vertreter Großbritanniens und Frankreichs der schrittweisen Abtretung des Sudetenlandes zwischen dem 1. und 10. Oktober zustimmten. Interessant ist, an dieser Konferenz nahmen keine Vertreter der Tschechoslowakei teil. Das Land war vom Westen an Hitler verraten und verkauft worden. In der Hoffnung, mit der Erfüllung dieser aggressiv vorgetragenen Forderungen des Deutschen Reichs Druck aus dem Kessel zu nehmen. Es gibt ein Foto, ich weiß nicht, ob man das, ich glaube nicht, dass man das jetzt hier im Video erkennt, aber es ist ein sehr berühmtes Foto, das eben hier jetzt zum Beispiel in den Münchner Neuesten Nachrichten abgedruckt war, aber in der gesamten Weltpresse eigentlich. In der Mitte sehen wir Hitler stehen, der durchaus in sehr gerader und sehr selbstbewusster Haltung. Daneben befinden sich Benito Mussolini und Graf Ciano, das war der Außenminister Italiens, auch der Schwiegersohn von Mussolini. Und alle diese Vertreter der Diktaturen, die befinden sich hier so in Parteiuniformen. Daneben in Zivil befinden sich Neville Chamberlain, also der Premierminister Großbritanniens, und Edouard Daladier, der Premierminister Frankreichs. Und er steht da wie ein begossener Pudel. Und dieses Bild sagt eigentlich mehr als 1000 Worte. Und vor allen Dingen die Haltung, den Gesichtsausdruck von Daladier, die machen eigentlich deutlich, hier hat man politisch eine Niederlage eingefahren. Chamberlain kehrte zurück nach Großbritannien und war ganz sicher, den Frieden nicht nur für diesen Moment bewahrt zu haben, sondern letztlich auch eine Basis für eine langfristige friedliche Entwicklung geschaffen zu haben. Am 30. September, als er angekommen war, am Flughafen in England, hielt er also eine berühmte Rede, wo er von Peace for Our Time letztlich sprach und das auch in Beziehung setzte zu
zum deutsch-britischen Flottenabkommen und eben der Hoffnung, dass jetzt nun eine gedeihliche, friedliche Zusammenarbeit letztlich mit dem Deutschen Reich möglich wäre, weil ja nun die angeblich letzte Forderung auch erfüllt worden sei. Die Briten waren übrigens begeistert, es gab eine ganz große Euphorie, eine große Zustimmung letztlich für diese sogenannte Appeasement-Politik im eigenen Lande. Also diese Appeasement-Politik bedeutet ja letztlich eine Beschwichtigungspolitik, eine Politik, die eben letztlich die deutschen Ansprüche teilweise, schrittweise immer wieder auch irgendwie erfüllt und eben dadurch diese aggressiven Forderungen versucht, etwas zu beschwichtigen. Natürlich war man sich der Aggressivität und des aggressiven Potenzials des Deutschen Reichs irgendwie bewusst und deswegen liefen auch zeitgleich natürlich Bemühungen im Bereich der Aufrüstung, der eigenen Aufrüstung, um dann eben auch wieder wehrhafter zu sein. Denn man hatte gemerkt, dass man die Entwicklung verschlafen hatte und das Deutsche Reich von seinem militärischen Potenzial an Großbritannien vorbeizog, in einigen Teilen schon vorbeigezogen war. Darüber erzähle ich ja auch etwas in diesem Video zur Außenpolitik von 1933 bis 1937. Ja, wie gesagt, große Zustimmung für Chamberlain, große Zustimmung für seine Appeasement-Politik. Aber es gab einen, der war absolut dagegen, das war nämlich Winston Churchill, Marineminister und damit ja faktisch Kriegsminister des Ersten Weltkriegs, der schon also gegen Deutschland gekämpft hatte. Nun aber befand er sich in der Opposition und grantelte nun herum und hielt vor dem britischen Parlament eine ganz bemerkenswerte Rede, die er dann auch in seinen Memoiren, für die er übrigens, das ist ein zwölfbändiges Werk, das ist der erste Band davon, auch letztlich den Friedens, nicht den Friedens, den Literaturnobelpreis bekommen hat. Und ich lese mal einen kleinen Teil daraus vor, nämlich einen kleinen Ausschnitt aus dieser Rede, die er dann eben da vor dem Parlament gehalten hat, zur Situation nach dem Münchner Abkommen. Und das klingt ganz anders, überhaupt nicht so euphorisch wie das, was Chamberlain in Peace for Our Time gesagt hat. Alles ist vorbei. Schweigend, trauernd, verlassen und gebrochen versinkt die Tschechoslowakei im Dunkel. Sie hat in jeder Hinsicht für ihre Verbindung mit Frankreich büßen müssen, von dessen Führung und Politik sie so lange beeinflusst war. Unser Volk sollte wissen, dass wir ohne Krieg eine Niederlage erlitten haben, deren Folgen uns eine lange Strecke wegs begleiten werden. Es sollte wissen, dass wir an einem furchtbaren Markstein unserer Geschichte vorübergekommen sind, dass das ganze europäische Gleichgewicht gestört wurde und dass jetzt das unheilvolle Urteil über die Demokratien des Westens gefällt worden ist. Man hat dich in einer Waage gewogen und zu leicht gefunden. Glauben Sie nicht, dass es damit sein Bewenden habe. Es ist erst der Beginn der Abrechnung. Es ist nur der erste Schluck, der erste Vorgeschmack des bitteren Kelchs, der uns Jahr für Jahr vorgesetzt werden wird, es sei denn, dass wir unsere moralische Gesundheit und kriegerische Kraft in höchstem Maß wiedergewinnen, dass wir uns wieder erheben und wie in alten Zeiten für die Freiheit einstehen. Das klingt durchaus beeindruckend und prophetisch, aber seine Meinung war eher eine Minoritätenmeinung, eine Minderheitsmeinung. Sie wurde insgesamt nicht geteilt. Die Briten hatten insgesamt keine großen Sympathien für die Tschechen, dafür ziemlich unverblümt für die Deutschen. Lady Astor, die erste weibliche Abgeordnete Großbritanniens und Bewunderin Hitlers, bezeichnete Churchills prophetische Aussagen als Unsinn. Aber sie und Churchill waren eh keine großen Freunde. Sie hatte mal gesagt, wenn er ihr Mann sein würde,
würde sie ihm Gift in den Tee tun. Worauf er sagte, wenn ich ihr Mann wäre, dann würde ich ihn trinken. Aber das nur am Rande. Ja, in England also kontrovers diskutiert, aber insgesamt mit großer Befriedigung angenommen, das Münchner Abkommen 1938. Aber obwohl die Ergebnisse der Münchner Konferenz jetzt nun auch in Deutschland wie ein glanzvoller Sieg Hitlers aussahen und ja auch so gefeiert wurden, also auch propagandistisch natürlich so natürlich vermittelt wurden, ja, Hitler selbst war damit keineswegs zufrieden. Er hatte die ganze Zeit daran gezweifelt, dass Frankreich und Großbritannien wegen der Tschechoslowakei wirklich nun alles riskieren würden. Er war höchst unzufrieden mit den beiden Männern, die letztlich die eigentlichen Architekten der Münchner Konferenz waren, nämlich Mussolini und Hermann Göring. Einen Tag später nur soll er gesagt haben, sie haben mich um meinen Krieg betrogen. Wir sehen auch hieran, es ist nicht mehr der hysterische, nervöse Hitler, wie noch wenige Monate zuvor in der Österreich-Krise, sondern hier ist er jemand, der gelernt hat, der erkannt hat, am Beispiel Österreichs, die Briten halten still. Und wenn die Briten stillhalten, werden die Franzosen auch nichts tun. Sie hätten viel früher schon was tun können. Mittlerweile sah er sich dem Westen doch sehr stark überlegen. Und er war zu allem entschlossen. Ja, er sah sich auch unter einem bestimmten Zeitdruck, denn er wusste natürlich genau, dass die Westmächte, allen voran Großbritannien, mit Hochdruck aufrüsteten. Und er wusste, sie wollen den Rüstungsvorsprung des Deutschen Reiches, den man eben verschlafen hatte, wieder einholen. Das war ihm klar. Ja. Und so hatte er also nun ein fundamentales Interesse, hier eben sehr aggressiv vorzugehen. Im Gegensatz zu Hitler waren die deutschen Militärs übrigens begeistert, ja, und freuten sich sehr. Denn wenn man sich mal die Landkarte anschaut, die Lage des Sudetenlands, das hier nun komplett, das eben einmal praktisch die ganze Westgrenze umfasst, und es kommt nun komplett an das Deutsche Reich, dann sieht man eben, die Tschechoslowakei hatte noch durch ihre Berge noch einen gewissen Schutz auch vor dem Deutschen Reich. Aber gehört aber nun zu Deutschland, ja. Abgesehen von Rohstoffen, die dann auch ans Deutsche Reich kamen und nur noch wirtschaftliche Zentren, waren vor allen Dingen aber in diesem Bereich alle tschechischen Befestigungsanlagen. Und das waren mit die modernsten Befestigungsanlagen Europas. Die waren besser als die Maginot-Linie Frankreichs. Ganz geschickt ins Gebirge integriert, im Wald gedeckt und so weiter. Es gibt Filmaufnahmen, da können die deutschen Militärs ihr Glück gar nicht fassen, dass sie ohne einen einzigen Schuss Pulver in den Besitz dieser großen Befestigungsanlagen gekommen sind. Die tschechische Armee galt als eine gut ausgerüstete, starke, moderne europäische Armee. Mit den Befestigungsanlagen hätte sie ein durchaus potenter Gegner sein können. Nun schaute die Tschechoslowakei schutzlos und wehrlos auf das Deutsche Reich, ihres Schutzes beraubt. Aber Hitler, er war mit der Tschechoslowakei noch gar nicht fertig. Was die Sudetendeutschen feierten, als sie die Wehrmachtssoldaten als Befreier mit Blumen begrüßten, was die Bevölkerung in Deutschland als den größten Triumph ihres Führers empfanden, das war ja für Hitler nur Anlass und nicht das Ziel gewesen. Ja, kurze Anmerkung am Rande. Ich sagte das auch schon mal am Anfang. Hitlers Popularität war hier auf ihrem absoluten Höhepunkt. Ian Kershaw hat in seinem Buch
der Hitler-Mythos darüber geschrieben und herausgestellt, es war nicht alleine der außenpolitische Erfolg an sich, die Gewinnung Sudetenlands, sondern es war vor allem die Tatsache, dass diese ganzen territorialen Gewinne, diese erfolgreiche Lösung der Krise eben ohne Krieg, ohne Blutvergießen errungen worden waren. Das war das, was die Deutschen begeisterte. Die Deutschen waren, und das werden sie auch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, eben nicht begeistert sein, dass es Krieg gibt. Viele hatten den Ersten Weltkrieg noch erlebt. So lange ist es ja noch gar nicht her. Ja? Und von daher war die deutsche Bevölkerung vor allem glücklich darüber, dass diese ganzen Erfolge, die man nicht für möglich gehalten hatte, dass sie eben alle ohne Krieg letztlich zu verbuchen waren. Ja? Das war etwas, wofür sie ihren Führer letztlich liebten. Und auch Josef Goebbels beklagt übrigens zu dieser Zeit in der deutschen Bevölkerung immer noch einen mangelnden Wehrwillen. Da hatte er sich mehr erhofft. Hitlers Blick jedenfalls richtete sich auf die restliche Tschechoslowakei. Und wieder wird prinzipiell dieselbe Taktik angewendet. Wieder wird eine Minderheit zum Aufstand angestachelt. Und diesmal setzt er die Führer der Slowaken unter Druck, ihre vollständige Unabhängigkeit von der Tschechoslowakei zu erklären. Um sie dann noch ein bisschen zu motivieren, man könnte auch sagen, um sie zu erpressen, wird ihnen noch klar gemacht, wenn sie also jetzt nicht Folge leisten würden, dann würde Deutschland die ungarischen Ansprüche auf ihr, also auf das Territorium der Slowaken, dann unterstützen. Ja, ein klarer Fall von Erpressung. Am 14. März jedenfalls 1939 erklären die Slowaken ihre Unabhängigkeit, indem sie einen Text verlesen, der übrigens vom deutschen Außenminister Joachim von Ribbentrop vorbereitet worden war. Und in derselben Nacht wird der alternde tschechoslowakische Staatspräsident Emil Hacha zu Gesprächen nach Berlin vorgeladen. Und interessant ist, wie diese Gespräche eigentlich genauer abliefen, denn wir erkennen daran, mit welchen Mitteln hier Außenpolitik betrieben wird. Also erstmal lässt Hitler den alten Hacher und seine Begleiter stundenlang warten. Er habe erstmal keine Zeit. In Wirklichkeit hat er sich einen Spielfilm angeguckt. Danach lässt der Hacher und seine Begleiter, übrigens Hacher, der ist erst vor kurzem genesen von einer längeren Krankheit, lässt er ihn durch sämtliche Hallen der neuen Reichskanzlei zu seinem Büro führen. Und das ist erstens ein weiter Weg und zweitens soll natürlich gerade diese Architektur der Reichskanzlei, die war ja von Albert Speer entworfen worden, das ist natürlich eine Einschüchterungsarchitektur, eine Machtarchitektur. Und da sollte er sich natürlich auch ganz klein vorkommen. Das war natürlich so ein gewünschter psychologischer Nebeneffekt. Ja, und ja, man muss sich das also vorstellen. Er kommt also da an in der Nacht und muss erstmal stundenlang warten. Und dann wird er erstmal durch diesen ganzen langen Gebäudetrakt eben da durchgeführt. Das ist natürlich schon eine Demütigung für einen Staatspräsident eines souveränen Staates. Ja, und der Empfang, erfolgt dann erst gegen 1 Uhr nachts. Und dort erfährt Hacher, dass um 6 Uhr morgens, also in nur 5 Stunden, deutsche Truppen in die Tschechoslowakei einmarschieren würden. Hacher ist mit den Nerven völlig fertig, er will nach Prag telefonieren. Und in dem Moment, da tritt Göring zu ihm und macht ihm mit deutlichen Worten klar, dass er ihm die Einsatzbereitschaft und die hohe Effizienz der deutschen Luftwaffe demonstrieren werde. Durch die Bombardierung seiner Hauptstadt Prag. Hacher bricht zusammen, kriegt einen Herzanfall. So. Dr. Morell wird gerufen, das ist der Leibarzt Hitlers, bringt ihn dann letztlich wieder mit einer Spritze
also halbwegs auf die Beine. Und der Staatspräsident der Tschechoslowakei erholt sich noch gerade so weit, dass er um 4 Uhr morgens, also 2 Stunden vor Ablauf dieses Ultimatums, ein Abkommen unterzeichnen kann, indem er das tschechische Volk unter den Schutz Adolf Hitlers stellt. Ja. Die Bezeichnung Außenpolitik dafür ist ja eher ein Witz. So gehen ja Gangster vor. Übrigens, für diese Form des Unterdrucksetzens findet Hitler in seinem ganz eigenen Humor die Bezeichnung jemanden hachaisieren. Die Wehrmacht marschiert in der restlichen Tschechoslowakei ein und es kommt zu einer ungeheuren Militärparade durch Prag mit Panzern, Fahrzeugen. Die ganze Militärmacht des Deutschen Reiches wird hier demonstriert. Die sogenannte Resttschechei wird zum Protektorat Böhmen und Mähren erklärt. Böhmen und Mähren, das sind alte Bezeichnungen für die Regionen. Protektorat heißt Schutzgebiet. Das ist vielleicht auch eine Ironie der Geschichte. Denn es ist natürlich kein Schutzgebiet. Ja, da hat niemand tatsächlich um Schutz gebeten. Die tschechische Bevölkerung muss ohnmächtig vor Wut und vollkommen verzweifelt in ihrer Wehrlosigkeit die feindliche Besatzung ertragen. Großbritannien und Frankreich erkennen nun, dass ihre Appeasement-Politik gescheitert ist. Die Folgen sind Garantieerklärungen von Großbritannien und Frankreich für Polen und Belgien. Warum für Polen? Ja, wenn man auf die Karte ein bisschen blickt, dann weiß man natürlich, ja, es gibt das Problem des sogenannten polnischen Korridors. Ein Teil letztlich von Ostpreußen ist ja abgetrennt vom Deutschen Reich. Dazwischen ist ein Stück Polen, das heißt, es gab nach dem Ersten Weltkrieg einen Gebietsverlust eben im Zuge des Versailler Vertrags. Ein Teil eben, der an Polen gegangen war, von deutschen Gebieten. Und die ehemals deutsche Stadt Danzig war ja nun die sogenannte freie Stadt Danzig unter Aufsicht des Völkerbunds. Und warum Belgien? Naja, man hatte ja gewisse Erfahrungen gemacht im Ersten Weltkrieg. Damals war ja das neutrale Belgien sozusagen das Durchmarschgebiet für die deutschen Truppen, die Neutralität Belgiens ja missachtet hatten und dort auch schlimme Verwüstungen angerichtet hatten. So war eben ganz vollkommen klar, sollte also nun das Deutsche Reich gegen den Osten, und das konnte ja nur Polen sein, losschlagen, dann versuchte man eben Polen abzusichern mit eben einer Garantieerklärung man versuchte auch Belgien abzusichern, falls die Deutschen es tatsächlich wieder so machen würden wie im Ersten Weltkrieg und versuchen würden, Frankreich anzugreifen. Denn nun befand man sich ja in einer ganz bestimmten Bündnissituation. Ja, was lernen wir letztlich daraus? Wie schon im vorherigen Video zur Außenpolitik 33 bis 37 erklärt, kann man sagen, es war Hitler niemals um die Revision des Versailler Vertrags gegangen. Das war nur eine Teiletappe, wenn man so möchte. Es ging ihm um die Eroberung neuen Lebensraums. Und das bedeutet, alle bisherigen Schritte waren Etappen auf dem Weg zu seinem Krieg um Lebensraum im Osten. Und die Mittel der Politik waren knallharte Forderungen zu stellen, Erpressungen, und dann eben diese eben geschilderten Gangstermethoden. Außenpolitik kann man das eigentlich nicht nennen. Das sind Mafia-Methoden. Die Appeasement-Politik war nach ihrem Scheitern und ist auch heute noch unter den Historikern sehr, sehr umstritten. Was für das Scheitern spricht, ist ganz klar. Chamberlain hatte sich in Hitler getäuscht.
Er hatte letztlich den ständigen Beteuerungen, das und dieses seien nun auch wirklich die allerletzten Forderungen, denn es gehe ja schließlich um die Wiederherstellung von Recht nach diesem schrecklichen Versailler Vertrag, geglaubt. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, was wäre die Alternative gewesen? Was wäre die Alternative für Großbritannien gewesen? Großbritannien sah sich militärisch eben nicht in der Lage, dem Deutschen Reich besonders stark irgendwas entgegenzusetzen. Auch Frankreich war militärisch absolut geschwächt. Ja. Außerdem war in beiden Ländern, in Frankreich, noch viel stärker eine ungeheure Kriegsmüdigkeit. Das muss man auch sagen. Ja, und außerdem, also wenn man sich schon kaum in der Lage sah, von Großbritannien aus jetzt beispielsweise einen Krieg gegen das Deutsche Reich zu riskieren, ja, wofür auch? Ja, den eigentlichen Moment, das Deutsche Reich zu stoppen, den hatte man ja verpasst. Das war ja, wie ich in dem anderen Video erklärt habe, der Moment der Remilitarisierung des Rheinlands. Die Tschechoslowakei, das Kind der Siegermächte des Ersten Weltkriegs, wurde von ihnen schändlich verraten und dem Deutschen Reich zum Fraß vorgeworfen. Der Westen schien schwach, dem nationalsozialistischen Deutschland hingegen schien alles zu gelingen, Hitler ganz insbesondere. Wer sollte die Deutschen bremsen? Ja, diese Garantieerklärung an Polen, das war dann letztlich sozusagen der Ausdruck eines Lernprozesses. Ja. Denn Großbritannien und Frankreich sagen jetzt eben ganz klar an das Deutsche Reich gerichtet, bis hierhin und nicht weiter. Wenn das Deutsche Reich sich nun gegen Polen wenden würde, riskierte es den Krieg mit den Westmächten. Und hinter Polen war die Sowjetunion und auch die Sowjetunion unter ihrem Diktator Josef Stalin, der ja auch noch ein ideologischer Gegner der Nationalsozialisten war. Er würde auch nicht tatenlos zusehen. Für Deutschland würde das letztlich einen Zwei-Fronten-Krieg bedeuten. Das waren die Überlegungen. Und zu einem Zwei-Fronten-Krieg, da gab es ja bestimmte Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg. Das war ja sozusagen eine Horrorvorstellung auch für die Deutschen. Das würde Hitler nicht wagen. Das war die Idee. Aber es sollte alles ganz anders kommen. Und darüber erzählt dann etwas in dem nächsten dritten Teil unserer Skizze der nationalsozialistischen Außenpolitik, nämlich wenn es um den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt geht. Ja, bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.